Rolf. Ja? Wir machen ein Interview. Das ist noch lang. Wir haben jetzt eineinhalb Jahre eigentlich auf dieses Projekt hergeschafft, oder? Und wenn es denn da ist, dann denkst du natürlich, oh, surrealer Witz. Und? Was machen Sie? Wir haben am Samstag eigentlich den ganzen Tag Zeit gehabt, um uns hier ausbreiten, ausprobieren. Aufschauen, gell? Nicht hoch. Ja, warte. Halt, es kommt hierher. Das ist das Drama habe ich ungefähr 12 Jahre oder so. Vorausgesetzt ist, dass wir das ganze Album mit dem Set aufnehmen. Außer natürlich Profis dahinter. Wir haben noch eine andere Meinung oder eine andere Idee, aber ich bin immer noch zufrieden. Sehr bodenständig, ich bin mit wenig zufrieden. Es ist eine von den Eigenschaften, die nicht viel bei unserer Band mitbringen. Aber mir langt das und ich will auch nichts anderes. Ja, man hat es weggenommen. Das Snare ist noch von mir. Die Hi-Hat, Becken sind noch von mir. Der Sessel ist noch von mir. Und natürlich die Pedale. Aber ja, wie es halt jeder hat. Am liebsten hat er logischerweise mit seinem eigenen Instrument spielen. Aber ich habe das Gefühl, jetzt haben wir eine super Mischung gefunden. Und ich bin wirklich zufrieden. Also, was ich vorher gehört habe, ist wirklich cool für unseren Sound. Auch wenn es nicht mein Schlagzeug ist. Ja, ist bitter, aber es ist wahr. Sie müssen in einen separaten Raum tun. Aufnahmetechnisch war das erforderlich. Und wenn sie sehr laut sind, dann hält es nicht aus. Also, eben die Fox AC30 die tönen nur gut, wenn sie richtig laut aufreißen. Und dann hält es nicht mehr aus. Ja, jetzt hatte ich in meinem Rack ein riesengroßes Loch gehabt und das hat dann alle gestört. Und wo er dann draußen war, ist er schon so vor dem Loch gestanden. Hat er so reingeschaut. Und dann tief in seinem Inneren habe ich gesehen, ist irgendetwas kaputt gegangen. Und dann habe ich gedacht, du nimmst den Meterstab her, du willst ausmessen und baust jetzt da so ein Bar rein. Es hat uns alle überrascht, dass er so versteckte Talente hat. Ja, gut, aber der ist halt auch. Und dort hat es gemacht, ne? Ja, ist okay. Es lässt sich sehen. Chapeau, es freut alle, inklusive Staff, nicht nur die Band. Eine Freude damit. Bis jetzt sind glaub 3-2 Starts für Bar und gegen den M. Und darum lassen wir dann glaub die Bar rein, jetzt schauen wir. Die möchten einen Loop an einen hängen. Nein, Boxer, Boxer. Ein Distributor Looper sozusagen. Eigentlich hätte es mal eins. Dass sie ohne Umstecken natürlich tunen können, aber ohne Umstecken und anderen Bass sein. Und ich bin immer ein bisschen skeptisch mit so Zeug. Ja, dann können Sie gerne parallel fahren. Dann können Sie gerne da. Ja. Warum? Das ist Amps. Ein Haufen Amps sind das. Und alle sind sie verkehrt aufgestellt, oder? Mhm. Hat man das denen nicht gesagt, dass sie dir falsch... Mikrofonierung? Brauchen wir nicht. Eine sehr wichtige Aufgabe, dass man bei einem Amp immer auch noch ein Aufnahmemikrofon davor herschraubt. Und ja, wir wissen, es sind nicht alle professionell da drin. Der Lidl macht das. Ja, mit dem Mann. Die wichtigen Sachen übernehme ich meistens gerne selber. Und darum habe ich mir das, ja, ich wollte es nicht in fremde Hände gehen und darum habe ich es selber gemacht.
Und dann weiss ich, dass es auch funktioniert. Ja. Manu, also, geht denn das ein Ding um? Ja, so. nein, so habe ich eigentlich nichts gemacht. Ich habe eigentlich nur das Mikrofon platziert. Habe ich es angeschlossen? Rö!